Ich glaube, das ist das erste Chapter, das ich lesen muss. Ihr müsst mir auch ein bisschen helfen, ich weiß nicht mehr alles. Ich weiß noch, Bonnie ist geboren, hatte die Krankheit und ja, das. Das bringt nichts, du kannst dich jeden retten. Zieh dich zurück, sonst stirbst du noch. Ich habe diese Idee aus einem Land, welches weit, weit weg im Osten liegt. Sie nutzten es, um die höchste Gunst der Himmelsdrachen zu erlangen und schufen eine Stadt ohne auch nur einen Fleck Müll. Man muss sein Herz stehlen und sein Land energisch reformieren, um Massenwohlstand und Reichtum zu erlangen. Sie sehen nicht das Gute im großen Ganzen. Tötet 4 oder 5 von ihnen. Jeder, der weiterhin beabsichtigt, den Befehl des Königs zu missachten, möge einen Schritt vortreten. Wenn du nicht stehen bleibst, wirst du auf der Stelle hingerichtet. Oh, der ist aber böse. Holy shit. Geil. Bonnie, bleib drin. Wenn du weitergehst, wirst du Sonnenlicht abbekommen. Genau, die muss ja drin bleiben. Weißt du, was passiert, wenn du die Hand gegen einen König erhebst? Das wird kein schöner Anblick. Du Trottelpriester. Oh, so Schock. Im heiligen Land Mary Joa. Es sieht aus, als hätte Sobbet einen neuen König. Wie seltsam. Und wer trägt nun die Krone? Ist ja lustig, dass es hier Saturn ist. Lul. Die Bewohner hätten kein Nein akzeptiert und so beugte sich Bär dem Wunsch. Bär, 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 Bär. So wurde er zum König, welcher in einer alten, heruntergekommenen Kirche lebte. Derjenige, der das Land tatsächlich führt, ist Bulldog. Ich bin nur ein Aushängeschild, um den Frieden zu sichern. Wer ist eigentlich die Süße, die in der Kirche ihre Runden dreht? Sie sieht aus wie Ginny. Warum zieht hier jeder so ein Gesicht? An meinem 10. Geburtstag werde ich mit Papa den Horizont sehen. Warte, hast du von deiner Teufelsfrucht gegessen? Was? Warte, wann? Ist es das, die alte Alterfrucht? Wo hat sie die gefunden? Das weiß ich nicht. Probier mal etwas aus. Du hast es echt geschafft. Sogar Falten und alles. Du bist fantastisch. Verdammt, so ganz verstehe ich das mit dem Alter noch nicht. Du musst Prinzessin Bonnie sein. Ich bin der Assistent deines Vaters, Herr Bulldog. Es werden Lügen über dich erzählt. Es scheint, als hätte König Bekori seine Hände im Spiel. Das heißt, du hättest Dörfer niedergebrannt und den Thron mit Gewalt erobert. Wie kann er es wagen, seine hinterhältige Taktik anzuwenden? Das bedeutet, die Weltregierung steht hinter ihm. Bekori wird es definitiv wieder auf den Thron absehen. Ich habe gehört, dass er bereits Kampfschiffe auf Abruf bereit hat. Wenn er vorhat, zurückzukommen, werde ich alles tun, um das Feuer zu erwidern. Auch wenn es bedeutet, dass ich als Krimineller abgestempelt werde. Und würdet ihr bitte auf sie aufpassen? Selbst die Kirche ist nicht mehr sicher. Ich verstehe schon, wir werden ihr ein Zuhause bauen, welches auch von allen Lichtquellen geschützt ist. Bonnie, ich komme so weit wie möglich wieder zurück, also sei bitte bis dahin brav. Das ist der Marine, tötet ihn. Er ist der Tyrann, der mir meinen Thron genommen hat. Er ist die perfekte Definition von einem korrupten Herrscher. Tötet ihn ein für alle Mal. Der rechtmäßige König bin ich. Kannst du es wagen, dich hier noch einmal blicken zu lassen? Natürlich versank er die gesamte Flotte. Nach dem Vorfall floh er aufs Meer und wurde als Pirat gebrandmarkt. Ah, okay. Dank seiner Stärke verbreitete sich sein Ruf wie ein Lauffeuer, sodass ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt wurde. Tut mir leid, Bonnie, aber versuch zu verstehen, dass Bär schließlich der Held ist, der dieses Land gerettet hat. Und das ist mir egal, er war zuerst mein Papa. Wenn ich 10 werde und endlich geheilt bin, werde ich auch Pirat. Schauen wir mal, wenn es soweit ist. Oh, die ganze Zeit hat er das so im Nacken. Das ist natürlich mies. Es wäre ein Wunder, wenn sie ihren 10. Geburtstag noch erleben würde. Boah, das finde ich krass. Er ist die ganze Zeit weg und ihm läuft so ein bisschen die Zeit davon, so. Oh, das ist mies. Er hat die ganze Zeit zu tun, weil ihn hier alle belagern, so. Und dein Sänger Dragon geschworen, Ginnys alten Posten unbesetzt zu lassen. Eine gerissene Frau an der Spitze der Ostarmee. Für mich klingt das sehr gut, alles klar. Sabo und Koala wollten dich auch sehen. Unsere jungen Kämpfer werden immer stärker. Ich würde mich freuen, wenn du sehen könntest, wie weit sie gekommen sind. Während ich um die Welt reiste, dachte ich mir oft, was würde Dragon hier tun? Ja, Zeitung lesen wahrscheinlich. Ich würde gerne zu den Revolutionären zurückkehren, aber da wir gerade dabei sind, ich wollte mit dir über Bonnie sprechen. Hast du vom Marinewissenschaftler Vegapunk gehört? Ah, okay. Also durch Dragon kommt er auf Vegapunk und bringt sie dann dahin. Okay. Danke, Dragon. Ehrlich gesagt war ich kurz davor aufzugeben. Ich werde euch bald wieder besuchen kommen. Wenn ich Bonnies Krankheit heilen kann, dann möchte ich wieder an deiner Seite kämpfen. Geh, wohin der Wind des Schicksals dich trägt, mein Freund. Was für ein riesiger Kopf, irgendwie gruselig. Was für ein unglaublicher Körperbau. Bitte lass mich deine Muskeln studieren. Saphirschuppen? Ihr habt die Ausbreitung bisher gut eingedämmt. Ich werde sie heilen. Genauer gesagt werde ich neue Stammzellen transplantieren. Im Grunde kostet diese Variante genauso viel Geld und Mühe wie die Herstellung eines Cyborgs. Sind sie möglicherweise ein Bukanier? Ja. Sie wissen, dass ich für die Regierung arbeite. Ich vertraue Dragon. Warum unterscheidet sich mein Blut überhaupt so sehr von den normalen Menschen? Ich habe nicht genug Proben, um es im Detail erklären zu können. Sie wollen mich klonen? Genau, ich habe schon lange nach der richtigen Person gesucht, nach der ich meine Klonsoldaten modellieren kann. Wenn sie mir etwas Blut spenden und mir die Erlaubnis geben, aus ihren Klonsoldaten zu machen, erlasse ich alle medizinischen Kosten für Bonnies unerschwinglich teure Operation. Es wird eine Armee von Soldaten geben, die so aussehen wie ich. Werden sie Marinesoldaten werden? Das ist nur die Kurzfassung.
dehnen sie zu elektromagnetischer Energie. Wenn Menschen Laserstrahlen abfeuern könnten, Piraten wären sprachlos vor Angst. Angesichts solch verheerender wissenschaftlicher Macht hätten die Übeltäter keine Wahl, als sich zu unterwerfen. Ehrlich gesagt, wenn es dazu führt, dass Bonnie geheilt wird, wäre es mir egal, selbst wenn sie der leibhaftige Teufel wären. Bitte retten Sie Bonnie einfach. Nun, sie sind wahrlich ein Heiliger. Der Wert einer Waffe wird dadurch definiert, wie viele Menschen sie töten kann. Vegapunk ist ein Narr, wenn er diese Chance nicht nutzt. Wie auch immer, ich habe meine eigenen Ideen. Ich ein Heiliger? Nicht wirklich. Ich bin einfach ein rückgratloser Pazifist. Haha, das hört sich doch gut an. So nennen wir die Soldaten in Zukunft. Okay. So, Kizaru. Mann, ist das kalt hier. Dieser Ort ist wirklich weit entfernt von Punkhazard. Die Regierung duldet keine geheimen Hinterzimmergeschäfte mit Piraten, das solltest du wissen. Es spielt keine Rolle, ob du ihn für einen idealen Kandidaten hältst, Vegapunk. Dieser Mann ist ein Pirat mit 296 Millionen Berry auf seinem Kopf. Du kannst sagen, dass du das nicht wusstest oder einfach zugeben, dass es dich nicht interessiert. Aber einen Flüchtling zum Gesicht unseres Klonprogramms zu machen, kommt nicht in Frage. Das würde nur den Ruf der Marine beleidigen. Vor diesem Hintergrund haben wir drei zusätzliche Bedingungen, wenn du möchtest, dass wir den Deal akzeptieren. Als erstes musst du Bartholomeus Bear zustimmen, einer der sieben Samurai der Meere zu werden. Vor ein paar Tagen haben wir dank eines Rookies namens Ace ein Mitglied verloren. Es hat zu großen Turbulenzen in der Piratenwelt geführt. Jemand deines Kalibers wäre eine hervorragende Wahl, um diese Lücke zu füllen und die See zu beruhigen. Unsere zweite Bedingung ist, dass du dich einem Verfahren unterziehst, um eine menschliche Waffe für die Marine zu werden. Nach deiner Aufwertung wirst du ein Symbol der Furcht für den Piratenabschaum weit und breit sein. Es wäre inakzeptabel, sollte er sich mit seiner beachtlichen Macht jemals wieder gegen die Weltregierung wenden, nachdem wir ihn in unseren Reihen begrüßt haben. Was uns zu unserer dritten und letzten Bedingung führt. Du musst zustimmen, deinen freien Willen und deinen Sinn für Individualität aufzugeben. Boah. Eieiei. Saturn, das wäre gleichbedeutend damit, ihn zu töten. Ihr verlangt das, weil keiner der anderen Samurai-Befehle befolgt, nicht wahr? Wenn man die verbleibende Menschlichkeit eines Cyborgs zum Erlöschen bringt, bleibt nichts anderes als ein Roboter übrig. Verlangt ihr von mir, einen Menschen zu töten? Vergiss dich selbst, du bist Militärwissenschaftler und du hast kein Recht zu widersprechen. Digga, der ist aber auch knallhart, ey, meine Güte. Diese Bedingungen müssen erfüllt werden, sollte der Kriminelle wünschen, seine Tochter zu retten. Es ist ein kleiner Preis verglichen mit den sonstigen Kosten und der Schwierigkeit der Prozedur. Es besteht für mich keine Verpflichtung, diesem Mädchen zu helfen. Das Mord ist widerwärtig, einen Menschen derart zu modifizieren, das werde ich nicht. Vegapunk, bitte mach es. Wer? Ich habe mich die ganze Zeit gesorgt und dachte, es wäre unmöglich, Bonnie zu retten. Ich bin so dankbar, ich akzeptiere jedes Schicksal, solange Bonnie gerettet wird. Oder macht ja echt immer diese Art von Flashbacks, ne? Aber es catcht halt einfach jedes Mal. Ich finde das echt geil. Das waren die Orte, wo die Strohhüte hingeschickt wurden. Ah, okay, ja, macht ja Sinn. Er kann ja wahrscheinlich die Leute nur dorthin porten, wo er selber mal gewesen ist, ne? Das ergibt einen Zeitraum von 1,5 Jahren, bis sie wieder gesund ist. Für Bears Modifikation brauche ich mindestens 2 Jahre. Gott sei Dank, es wird ihr wirklich besser gehen, sobald sie 10 Jahre alt ist. Wie auch immer, die Weltregierung wird sie in Gewahrsam nehmen müssen. Oh Mann, ey. Sie wird frei sein, sobald die Auslöschung deiner Persönlichkeit vollzogen ist. Digga, ist das ein Nuttensohn, wirklich. Das heißt, dass Bear Bonnie nach ihrer Heilung nicht einmal sehen wird. Das ist richtig. Es wird sofort mit den Veränderungen an ihm begonnen. Während er seinen Dienst als Samurai der Meere antritt und der Marine hilft, die Meere zu zähmen. Sobald seine Tochter geheilt ist, ist jeder Kontakt zwischen ihnen verboten, um einen Bruch dieser Vereinbarung zu verhindern. Sollte jeglicher Widerstand erfolgen, verspreche ich, dass die Tochter den Rest ihres Lebens als Sklavin verbringen wird. Boah, ich hasse den, ey. Ist das ein Wichser. Ich möchte nicht, dass sie nach ihrer Operation in einem seelenlosen Regierungsgebäude aufwacht. Bringt sie zurück ins Königreich Sorbet, wo sie in der Kirche leben kann, in welcher sie auch aufgewachsen ist. Er ist gleich, wo sie festgehalten wird, solange Vertreter der Regierung sie überwachen können. Es scheint, als hätten wir 2 interessante Jahre vor uns. Verdammt, die Gehirnströme wollen nicht enden. Jemand muss dringend all das, was ich denke, aufschreiben. Wenn dann noch jemand für mich essen und auf die Toilette gehen könnte, müsste ich niemals mit dem Denken aufhören. Ah, das war ein weiterer Heureka-Moment. Ah, ist das der Moment, wo er auf die Idee kommt, sein Hirn zu spalten auf 6 andere? Wahrscheinlich, oder? Oh Mann, aber wenigstens verbringen sie noch ein bisschen Zeit miteinander. Das ist ja immer... Also ich hätte jetzt gedacht vielleicht, dass sie sich gar nicht mehr sehen. Oh, schau dir den Tanz an. Ey, ist das hier Kizaru, der tanzt? Ja, ne? Ja, muss er ja. Sind ja alle hier 5. Alle 5 hier. Das ist so ein Gin-Moment, wie bei Eisen aus Bleach. Der ist so lange auf seiner Seite und irgendwann macht er Messer. Dass ihm das alles scheißegal ist. Also es wirkt so auf mich, als würde er das hier auch sehr enjoyen. Halbes Jahr später. Okay, die Ergebnisse sind gut. Noch
ein Jahr der Rehabilitation und du wirst vollständig geheilt sein. Danke, Vegapunk. Es wird mir in einem Jahr viel besser gehen. Dann darf ich endlich nach draußen gehen. Ist das wahr? Das sind ja fantastische Neuigkeiten. Du meinst ja immer, du bist fit wie ein Turnschuh, sobald du 10 bist. Wir kümmern uns gerne um sie, Bär. Ja, du kannst auf uns zählen. Ich bin schließlich immer noch ein Pirat. Wenn ich bleibe, wäre das schlecht für das Königreich. Wenn ich dich das nächste Mal sehe, werden wir zusammen über die Meere segeln und den Horizont erreichen. Ich kann es kaum noch erwarten. Ich möchte mit dir an so viele Orte reisen. Ich hätte so gerne mit dir all diese Orte besucht. Oh Mann. Zippel 8, Geheimagentin Alpha. Ah ja. Vergiss nicht, das Genick eines Kindes ist wirklich sehr zerbrechlich. Boah. Ich verstehe schon, ich werde nicht zurückkehren. Ich bin so froh, dass du geboren wurdest. Eieiei. Pass auf dich auf. Piratenwelt war zutiefst schockiert, als der berüchtigte Tyrann Bartholomäus Bär plötzlich zu einem absolut gehorsamen Mitglied der 7 Samurai ernannt wurde. Corby, wer glaubst du ist stärker, er oder ich? Natürlich sie, Lady Alvida. Okay, krass. Wir haben also endlich einen Ersatz gefunden. Das sind großartige Neuigkeiten, Jinbei. Er ist ein ehemaliger König. Zusätzlich zum regierenden König, den wir bereits in unseren Reihen haben. Die Piratenwelt verändert sich wirklich. Finde ich cool, dass man hier alles zeigt, so alle Reactions darauf. Wer würde niemals für sie arbeiten? Na, Dragon denkt sich auch seinen Teil. Liebe Bonnie, ich segel immer noch auf dem Meer, während ich das hier schreibe. Ich bin mittlerweile ziemlich bekannt geworden, das macht es ziemlich schwer, in Frieden zu segeln. Aber es geht mir gut. Ich gebe mein Bestes, um tolle Reiseziele für dich zu finden, sobald du 10 Jahre alt wirst. Bartholomäus Bär, bitte abheben. Du hast neue Befehle von der Weltregierung. Wie ist deine aktuelle Position? Ich befinde mich im East Blue. Wie lautet mein Befehl? Ja, Windmühlendorf, ne? Hier bei Ruffy. Das wusste ich ja schon. Es wird ja jetzt wahrscheinlich darauf zulaufen, dass er es die ganze Zeit wusste, dass Nika in Ruffy wahrscheinlich wieder hochkommt. So, ne? Wir kommen gut durch. Dragon liest auch in seinem Kopf Zeitung. Oh Mann, also bis jetzt ist schon Killer. Ruffys Heimatdorf. Gum, Gum, Axt. Du scheinst dich auf der Insel auszukennen. Nicht nur das, aber als ich mir vorhin die Beine vertreten wollte, habe ich ein abgelegenes Dorf am Rande gefunden. Dort habe ich einen Jungen gesehen. Wenn du weiter darüber redest, kannst du mich gleich umbringen. Das Kind ist die größte Schwäche seiner Eltern. Digga, er hat gar keinen Bock, seine Vaterrolle einzunehmen. Was für eine tolle Attacke. Das hebe ich mir für den Fall auf, dass ich es mit einem super starken Feind zu tun habe. Wenn ich die Segel setze und eine Crew habe, muss ich darauf vorbereitet sein, dass jemand versucht, sie mir wegzunehmen. Seltsam, was war das für ein Gefühl gerade eben? Ich habe Gänsehaut bekommen. Das ist schon cool, ey. Liebe Bonnie, du wirst erkennen, dass es in dieser Welt viel Schönes gibt, das man nicht auf einem Foto oder einer Landkarte sehen kann. Ich möchte dein strahlendes, lächelndes Gesicht sehen, wenn du solche Wunder selbst erlebst. Die hören aber auch nicht auf, ey. Mann, Mann, Mann. Die Sonne und die Wolken ergeben den Strohhut. Oh! Gutes Detail, ja. Naja, die fängt ja die Briefe ab, safe, denke ich mal, ne? Wie sieht es jetzt aus? Komm schon. Bin sicher, dass er sehr viel zu tun hat. Das oder die Zeitungsmöwe hat es vermasselt. Papa sagt, er würde einen ganzen Haufen Briefe schreiben. Noch einer, ja, wie viele sind es mittlerweile? Er schickt etwa 10 pro Monat. Igitt, wie schnulzig kann man sein? Boah. Eine letzte Sache, Bonnie. Du bist wahrscheinlich leid, dass ich das sage, aber ich hab dich so sehr lieb. Ich werde sicher bald wieder schreiben. Abteilung Marinewissenschaften, Labor 8. Erstaunlich, Doktor. Ich kann nicht glauben, dass du es geschafft hast. Jetzt müssen wir nur noch das Gehirn und das Labor mit den Himmelswolken anheben. Ach ja, etwa die Hälfte von allem, was du hier siehst, ist holographisch. Ich wollte auch, dass Pankhazard so wird, weißt du? Ich muss zugeben, der Schnitt steht dir. Ich fühle mich leicht wie eine Feder. Bär, ich habe gehört, dass du deine Persönlichkeit verlieren wirst. Ich frage mich, wer von uns beiden die unglücklichere Existenz hat. Der Mensch ohne Persönlichkeit oder der Klon mit Persönlichkeit? Hör auf damit, Stussy. Du bist genauso ein Mensch wie wir alle. Aber was würdest du tun, wenn man dich bitten würde, ein Kind zu töten? Das bedeutet, dass du nicht nur deine Erinnerungen verlierst, sondern auch jegliches Einfühlungsvermögen und jegliche Menschlichkeit, die dich davon abhält, einen solchen Befehl auszuführen. Ich werde weiterschreiben, bis mir die Zeit ausgeht. Boah. Oh, ich finde das im Nachhinein richtig gut, dass Oda dem Ganzen sehr viel Zeit gibt. So, ich habe mir erst so gedacht mit dem Kuma-Flashback, der geht ein bisschen zu lange. Aber ich finde das eigentlich geil, dass er den schön richtig krass lange ausbaut, weil der rückwirkend mit einer der wichtigsten Flashbacks ist. So. Bonnie verdient es zu wissen, wie ich mich fühle. Ich möchte ihr ein ganzes Leben voller Liebe schenken, bevor dieses Jahr vorbei ist. Wie süß. Bonnie ist jetzt fast 9 Jahre alt. Ich frage mich, wie groß sie mittlerweile geworden ist. Nichts, immer noch kein Brief. Okay, sie schleicht sich raus. Papa, ich bin jetzt schon 9. Du hast gesagt, du wirst mir schreiben. Boah, die Arme, ey. Und so verging ein weiteres halbes Jahr, ohne dass ein einziger Brief der
die Kirche erreichte. Mir geht es sehr viel besser. Schaut, die Steine sind schon alle weg. Ich kann endlich rausgehen. Niemals, Bonnie, du musst hierbleiben. Man hat uns gesagt, dass du bis zu deinem 10. unter strenger Aufsicht stehen sollst. Lügnerin, Vegapunk hat gesagt, dass es mir nach einem Jahr besser gehen wird. Und das war vor einem Jahr. Du darfst keinen Schritt nach draußen gehen. Bonnie geht tatsächlich nach draußen. Sein Wunder, Gott muss auf unserer Seite stehen. Ich hätte nie gedacht, dass ich den Tag einmal erleben darf. Yu-Gi-Oh! Tots, Potato, schaut mal alle her, ich bin wirklich draußen. Setz die Segel, wow. Wir haben das Schiff so dekoriert, dass es wie eine Pizza aussieht. Ich hoffe, es gefällt dir. Alpha hat uns gefunden. Du glaubst, du kannst mir entkommen? Ich werde dich bis auf den letzten Zentimeter niedermachen. Dann fesse ich dich so fest es geht. Gehst nirgendwo hin. Wirst ein schönes und ruhiges Leben haben, Mädchen. Hey Papa, wie sieht Nika aus? Das weiß keiner. Verzerrte Zukunft, aber sie sagen, sein Körper ist ganz gummiartig. Es gäbe keine Grenzen, was er in einem Kampf tun könnte. Gib mir eine Nika-artige Zukunft. Die Regierung würde bald die Nachricht erhalten, dass ihre Geisel Bonnie entkommen ist, um ihren Vater zu finden. Vom einfachen Fischerboot zum berüchtigten Piratenschiff in der neuen Ära. Nika-like Zukunft wird noch erklärt, ist sogar geil geschrieben. Erst Leben. Weiter geht's. Es besteht kein Zweifel, Bonnie. Bärchen ist hier. Das Mädchen, das immer weiter nach vorne stürmt, okay. Nennt mich nicht mehr bei meinem Namen, ich bin die Kapitänin, oder? Nicht? Okay, okay, Kapitänin. Es sieht allerdings aus, als wäre auch die Marine hier. In Ordnung, Männer. Darf dich nicht treffen, Bonnie, bitte versteh das. Ist immer noch schwer zu glauben, dass ausgerechnet du Piratin geworden bist. Aber du darfst mir nicht folgen. Wenn wir schon weiter suchen, dann möchte ich auch Nika suchen. Stellt euch Papas Gesicht vor, wenn ich ihm sage, ich habe Nika auf der und der Insel gefunden. Er würde sich so darüber freuen. Währenddessen im East Blue. Währenddessen hat er hier gerade Boregar verprügelt, Digga. Nachdem er den bösartigen Arlong. Okay, Arlong ist. Ja gut, ein bisschen weiter schon. Sie haben ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Juhu. Gibst dich nach Lockdown? Wofür? Einfach so. Wer hat dort das Kommando? Das müsste Kapitän Smoker sein. Jinbei, rate mal, wessen kleiner Bruder auf diesem Steckbrief ist. Was für eine kuriose Fügung des Schicksals, Strangen. Wer hätte gedacht, dass auch dein Junge ein Pirat wird? Ah, das ist echt cool, ey. Hier sind unsere wichtigen Piratenregeln. Plündert, was ihr wollt, raubt sie alle aus und helft niemandem. Ja, genauso trägt man Lippenstift. Cool, ich bin so richtig erwachsen. Ich trage auch das hier. Papa erkennt mich sonst nicht, wenn ich keinen Schmuck im Gesicht habe. Jetzt muss ich nur noch berühmt werden, dann wird er auf mich aufmerksam. Ah, deswegen hat sie das Teil da dran. Ihr Fortschritt läuft so reibungslos ab, wie deine Modifizierung. Nun ja, hast du die Nachrichten gehört? Anscheinend hat ein Rookie der Weltregierung den Krieg erklärt. Was? Dragon hat einen Sohn? Ein Mensch mit Gummikräften erhebt sich gegen die Weltregierung. Was für eine Ironie des Schicksals. Er klingt genau wie derjenige, den ich bewundere. Nika. Thriller-Bark. Oh, jetzt sieht man sogar das. Geil. Die Regierung gab mir den Befehl, euch alle auszulöschen. Ich denke aber, dass es ihnen ausreicht, wenn ich ihnen nur den Kopf von Strohhut Ruffy bringe. Händigt ihn aus und ich lasse euch am Leben. Fahrt zur Hölle. Oh. Ruffy ist derjenige, der König der Piraten wird. Wenn du wirklich an seine Stelle treten willst, musst du all sein Leid und all seine Schmerzen auf dich nehmen. Ein Schaden in diesem Umfang könnte selbst für mich zu viel sein. Hier ist gar nichts passiert. Er hat gute Gefährten. Er ist wirklich ganz dein Sohn, Dragon. Nee, das ist aber die Archipels. Ey, das ist wirklich richtig gut gemacht. Das muss ich wirklich nochmal sagen. Also, nicht nur den Kuma-Flashback an sich und ihn jetzt auch noch mit allen Momenten zu beenden und zu vervollständigen, die wir schon kennen, zwischenzeitlich zu zeigen, wie es aus der anderen Perspektive ausgesehen hat, das ist richtig gut. Also es ist auch so nachvollziehbar, die Gedanken, die er dann gegenüber Ruffy und den Strohhüten hat, weil er die auch selber kennt und selber seinen Bezug zu Bonnie hat. Ah, es ist wirklich richtig gut, Alter, WTF. Ich finde den fast sogar besser als den, also ich würde vielleicht sogar sagen, dass ich den besser finde als den Oden-Flashback. Dieser Pirat hat gerade einen der Himmelsdrachen geschlagen. Sie werden ein Kriegsschiff aus dem Marinehauptquartier senden. Das ist das menschliche Auktionshaus. Ah ja, das ist der Moment, wo Ruffy dem Typen da Carlos aufs Maul gehauen hat, ne? Die ganze Welt weiß, dass das ein Tabu ist. Wir finden uns so nah am Hauptquartier, das ist praktisch Selbstmord. Er hat das getan, um einen Fischmenschen zu beschützen. Strohhut Ruffy. Seit hunderten von Jahren hat niemand etwas derart Kühnes getan. Das ist Hochverrat. Halt, PX1. Zorro. Ich wollte euch nicht ohne ein Wort zu sagen verlassen. Oh. Zumindest kann ich durch Bonnie und diesen Jungen einen eigenen, leisen, kleinen Fußabdruck auf dieser Welt hinterlassen. Ihre Zukunft ist das einzige Erbe, das ich hinterlasse. Konnte nicht einen einzigen von ihnen retten. Boah, das ist so gut. Du verstehst das falsch. Ich zeig dir lediglich das Level, das du für die neue Welt erreichen musst. Deine Freunde und du, ihr seid noch nicht bereit dafür. Boah, das ist so gut. Ich schwöre, das ist richtig krass. Soll einen Selbstzerstörungsmechanismus installieren? Habt ihr wirklich so viel Angst vor Bär?
beschwere dich nicht, ist ein erschreckender Status, ist menschliche Waffe nicht dein Werk. Aber ihr fünf habt doch schon die höchste Kommandogewalt. Was tun wir, wenn er plötzlich amok läuft und wir sind nicht zugegen? Wie könnte jemand anderen ihn stoppen? Ich habe einen Schaltkreis für das Gehirn erfunden, welcher es ermöglicht, zwischen zwei Bewusstseinszuständen zu wechseln. Ähnlich wie eine gespaltene Persönlichkeit. Falls ihr mir erlaubt, das zu testen. Vegapunk, lösche sein Bewusstsein komplett aus und lasse nicht eine Spur von ihm übrig. Wir werden dir nicht verzeihen, falls du dich nicht daran hältst. Und ich weiß schon, dass er es nicht machen wird. Aber wenn ich das tue, stirbt er, ohne Bonnie jemals wiedergesehen zu haben. Weil du hörst ja, aber das hätte man sich aber eigentlich auch hier schon denken können, finde ich. Weil du hörst ja schon aus Vegapunk heraus, dass er das nicht übers Herz bringt. Eieieiei. Es scheint, als wäre deine erste Aufgabe der Kampf mit den Whitebeard-Piraten. Ich wurde auch gebeten, ein Bataillon an Klonsoldaten dafür vorzubereiten. Ich weiß, dass Nika nur eine Legende ist, aber es wäre so schön, wenn es wirklich da draußen einen Krieger geben würde, der die Leute mit den Trommeln der Freiheit zum Lachen bringt, so wie ich es Bonnie beigebracht habe. Und falls es einen Helden gibt, der die Meere eines Tages verändern wird, glaube ich, dass er es sein wird. Ein Revolutionär setzt all seine Hoffnungen in einen Piraten. Es ist ein dunkles Pferd, auf das du setzt. Gut, bevor wir beginnen, denk daran, deine Erinnerungen für meine Forschung zu sichern. Das ist die Bubble, die Bonnie berührt hat wahrscheinlich, ne? Das ist eher eine Kopie. Sie wird aber verschwinden, sobald sie jemand berührt. Okay, alles klar. Keine Sorge, ich habe ein System entwickelt, das erlaubt mir, einen Blick zu riskieren, ohne es nur zu berühren. Das ist also mein Leben. Ich frage mich, wie viele Menschen durch mein Handeln zu Schaden gekommen sind. Leben läuft für niemanden glatt, meinst du nicht? Oh, jetzt alles nochmal rückblickend. Oh, nein. Oh, das Sauer. Nein. Oh, ich kann das nicht. Oh, das ist so peak, wirklich. Oh, mein Gott. Digga. Ich schwöre, das ist so gut. Dein Leben hat keinen Schaden angerichtet, aber dein Tod wird jeden schmerzen, der dich geliebt hat. Hör zu, Bär, auch du bist ein Held. Nicht nur für Bonnie, sondern für alle Menschen, die du in deinem Leben getroffen hast. Vielen Dank, es gibt noch eine letzte Sache, Vegapunk. Oh, Bruder. Hab Angst davor, wenn das animiert wird. Also kannst du mir doch nicht erzählen, das wird ja sowas von der Favorite-Character von vielen werden. Das ist ja so ein krasser Flashback, ist ja wirklich nicht mehr normal. Vielen Dank dafür, dass du Bonnies Leben gerettet hast. Falls du sie jemals wieder siehst, kannst du ihr etwas von mir sagen? Oh. Boah. Oh, das ist wirklich krass, Real Talk. Das ist wirklich, also das ist fast der beste Flashback, den ich je gesehen habe. Real Talk, wirklich krass. Ich muss mich selber echt zusammenreißen gerade. Das hätte ich aber echt nicht gedacht. Ich hätte schon gedacht, der Kuma-Flashback wird geil, aber dass der so krass wird, boah, sehr krass, heftig. Heftig. Bonnie, du hast alles gesehen. Ja, habe ich. Was ist das? Ein Geschenk zu deinem 10. Geburtstag. Eine Saphir-Halskette, wie schön. Sieht aus wie die Sonne. Ich werde sie für immer behalten. Er sagte, dass es dich immer beschützen wird. Aber ganz ehrlich, niemand konnte ahnen, was aus dem Jungen nach nur 2 Jahren werden würde. Strohhut. Er ist also der Sohn von einem alten Freund von Papa, richtig? Genau, ich war überrascht, als ihr beide hier aufgetaucht seid. Das Schicksal kann manchmal merkwürdig sein. Ich werde dir noch alles erklären. Wenn wir uns beruhigt haben, sollten wir uns mit ihm treffen. Jetzt weißt du, wie wertlos ich bin. Ein reiner Auftragswissenschaftler, der seine Befehle befolgt. Na, das stimmt nicht. Ich weiß jetzt, wer der wahre Feind ist. Und zwar er. Und jetzt sind wir wieder in der Gegenwart. Der mit seiner fetten Bullen-Ellotrix-Nase, Alter. Wirklich. Dieser dumme Nuttensohn. Ich hoffe, er stirbt auf Egghead. Wirklich. Ja, Digga, Kizaru muss gut werden, ey. Das kann ich mir auch nicht weiter antun hier, dass er hier die Scheiße von Saturn macht. Verzerrte Zukunft. Nika-artige. Nika? Zukunft. Was zum... Ich fühle mich schwach. Warum? Du verstehst die Bedeutung nicht ganz. Es scheint, als hätte sie die Verbindung zwischen Nika und Strohhuts neuer weißer Gestalt noch nicht hergestellt. Wie er hier futtert, geil. Was hat es mit diesem Opa auf sich? Ich kann nicht mal sein Alter ändern. Bonnie, diese Kraft verdankst du mir. Was? Wir haben Experimente durchgeführt, um herauszufinden, ob eine Infusion einem Baby eine Fähigkeit verleihen könne, ohne dass es die Frucht ist. Es war ein Erfolg, aber die Frucht selbst ist nutzlos. Die Fähigkeit kann dich in einen Zustand versetzen, der mit jeder möglichen Zukunft übereinstimmt. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass die Möglichkeiten begrenzt sind, wenn das Wissen des Nutzers über die Zukunft von der Realität abweicht. Nika ist nur ein unmöglicher Mythos, an den du glauben wolltest. Nika gibt es wirklich. Es ist wirklich ironisch. Als deine Mutter in das Heilige Land kam, um als 8. Frau zu dienen, endete sie als Teil meiner Drogenexperimente. Wie die anderen Misserfolge entwickelte sie als Nebenwirkung Saphirschuppen. Ich wusste, dass das Resultat nicht dem Optimalfall entsprach. Aber wenn man bedenkt, dass sich der Zustand auch auf ihr Kind übertragen hat. Boah, was ein dummer Bastard, wirklich. Was? Ist da drüben etwas gelandet? Das alles ist deine Schuld. Diese Saphirschuppen haben Bärs Familie auseinandergerissen.
Wir sind der Grund, warum er sein Leben weggeworfen hat. Und du hast es als Druckmittel benutzt, obwohl du der Verantwortliche warst. Interessieren euch die Gefühle der Insekten, auf die ihr tretet? Natürlich nicht. Ist es ein Pazifister? Nein, schaut euch seine Tatzen an. Die ist eine dringende Meldung von der Südwestküste. Der ehemalige Samurai Bartholomäus Bär ist an Land gegangen. Unsere Autoritätschips funktionieren nicht. Wir können ihn nicht aufhalten. Er ist hier wie? Haltet ihn auf, schießt auf ihn. Oh, das ist auch wieder so gut, ne? Wie er gedanklich sein ganzes Leben lang am Rennen war und wie er jetzt quasi zu Bonnie rennt. Oh, das ist so, das ist so geil, ich schwör. Das war echt die beste Entscheidung, sich diese Kapitel alle aufzusparen. Ich habe gerade wirklich den Spaß meines Lebens mit diesen Kapiteln. Dein Wein ist unerträglich laut, du niederes Gör. Ich hasse Saturn. Wirklich, der unsympathischste und der fetteste von den fünf Weisen. Wirklich, ich hoffe, dass der beim Scheißen stirbt. Dieser dumme Wichser zielt auf den Kopf. Geil. Das ist also wirklich... Boah. Digga, ich finde das alles, also Real Talk, das alles 50 Mal besser als ganz Wano Kuni, sag ich ehrlich. Das war der beste Flashback überhaupt. Es hat alles schön Sinn gemacht, es wird alles schön erklärt. Es gab viele Referenzen und Anlehnungen an irgendwie hier mit Ruffy oder Nika oder keine Ahnung. Dieses Rennen, es war überemotional, boah. Und ich bin wirklich, ihr wisst das, ich bin wirklich kein absoluter One-Piece-Fanatiker, ne? Also, mich stören sehr, sehr viele Sachen bei One-Piece, aber das war fucking Peak, Alter. Real Talk. Das war so geisteskrank. Oh, ja, jetzt kriegt er der Zorn eines Vaters. Bam, Digga, ja, geil, wichtig. Ein Schlag voller Gefühle. Du kannst entweder als Sklave leben oder sterben. Nichts anderes ist für jemanden von deiner Rasse zu Art. Okay, das war der God Valley-Vorfall, wo weggeskippt wurde, glaube ich. Nichts anderes ist für jemanden von deiner Rasse zu tolerieren. Mama ist gestorben. Ich bin froh, dass sie jetzt an einem besseren Ort ist. Ich bin nur so glücklich. Bärchen, es tut mir leid, aber ich bin kurz davor, dem Tod ins Auge zu sehen. Ich habe seinen Selbstzerstörungsmechanismus ausgelöst. Digga. Geil, ey. Geil, ey. Sein Spinnenbeinchen hier. Er hat gerade einen der fünf Weisen geschlagen. Er hat einen der großen Hüter dieser Welt angegriffen. Dass einer von seinem Status von einem Sklaven geschlagen wird, das hat es noch nie gegeben. Was das zu bedeuten hat? Gute Frage. Die Wahrheit ist, ich habe keinen traditionellen Selbstzerstörungsmechanismus eingebaut. Ich könnte den Gedanken nicht ertragen, dich zu einer Bombe zu machen. Weil ich wusste, dass diese Bastarde dich nur benutzt haben. Aber ich habe dennoch mein Wort gehalten. Ich habe nur eine andere Art von Absicherung installiert. Und er hat sie aktiviert. Ich habe die Absicherung so programmiert, dass sie deinen Körper komplett abschaltet. Das und den Verlust deines Bewusstseins sollte eigentlich dafür sorgen, dass du jetzt nur noch dahin vegetierst, unfähig, Befehle zu empfangen. Selbst wenn man Bonnies Anwesenheit hier berücksichtigt, du hättest nicht in der Lage sein dürfen, uns zu erreichen. Wie kommt es also, dass du dich noch bewegst? Es ist nicht das, woran ich denke, oder? Den Vulkanier wurde eine besondere Eigenschaft nachgesagt, die über ihren starken Körper hinausgeht. Schließlich hat dein Volk einst was? Nein, hier wird wieder gecuttet. Nein, das kann nicht sein, ich will das jetzt wissen. Ich habe deine Erinnerungen gesehen. Mama scheint eine tolle Frau gewesen zu sein. Und ich habe gesehen, dass du mir eigentlich Tonnen an Briefen geschrieben hast. Das macht mich sehr glücklich. Der ist aber sauer. Megapunk. Ich warte immer noch auf eine Erklärung. Hast du das hier zu verantworten? Ihr alle seid von keinem Nutzen mehr. Lebt wohl. Was zum sein Körper regeneriert sich. Ich werde nicht zulassen, dass du, Bonnie, noch mehr Kummer bereitest, du dreckige alte Spinne. Sanji hier. Richtig. Och, Kizaru, mach doch... Nee, Kizaru, das fühle ich jetzt nicht. Scheiß Kizaru. Atlas, kannst du ihn zum Treffpunkt beim Labo-Stratum bringen? Überlass das mir. Der Buster-Call wurde genehmigt. Im Namen der Weltregierung wurde diese Insel zu einer Bedrohung für die ganze Welt deklariert. Alle Schiffe nehmen es ins Visier. Im Namen der Gerechtigkeit verwandelt alles in Asche. Ein Verräter, der die verbotenen Geheimnisse der Welt studiert hat. Ein Überlebender einer Blutlinie, die eigentlich ausgelöscht werden sollte. Und ein Pirat, der die Kraft eines antiken Gottes erweckt hat. Diese Insel ist wirklich komplett verseucht. Kräfte der Gerechtigkeit stehen vor der Tür. Ja, meint ihr, also es kommen ja noch zwei Chapter hier. Ich muss ja noch zwei machen. Ich glaube aber nicht, dass da Kizaru irgendwas aufgemacht wird, so Backstory-mäßig. Glaubt ihr, kommt noch so ein Kizaru-Flashback? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kizaru diese scheiß Einstellung die ganze Zeit hat. Ich glaube auch, dass er sich changen wird. Ich glaube, er wird Saturn Messer in den Rücken machen. Wir werden sehen. Weiter geht's. Sankt Saturn, Admiral Borsalino, bitte eilt zurück zu den Schiffen. Kizaru und ich bleiben auf der Insel. Ich dachte, du wärst nur hinter meinem Leben her. Reicht das nicht, um diesen Wahnsinn zu beenden? Warum tust du das, Saturn?
Diese Insel beherbergt die modernsten Forschungseinrichtungen in allen wissenschaftlichen Bereichen. Wenn Egghead zerstört wird, wirft das die Wissenschaft um ein ganzes Jahrhundert zurück. Bitte ruf den Buster Call zurück. Vielleicht hast du noch etwas zu verbergen. Vielleicht etwas, das die Weltregierung behindern könnte. So anzunehmen, dass einige Passagiere Zugang zu Informationen über das leere Jahrhundert hatten. Um auf Nummer sicher zu gehen, wurde ein Kriegsschiff geschickt. Sie wussten nichts. Keiner von ihnen hat ein Verbrechen begangen. Du hast ein Tabu gebrochen, Vegapunk. Das ist genau wie auf O'Hara. Du hast ihre Gräber ausgehoben, indem du in der Vergangenheit gewühlt hast. Nur um deinen egoistischen Sinn für Neugier zu befriedigen. Du hättest deine Gier im Zaum halten sollen. Sie werden einen Buster Call durchführen. Ah, diese Insel ist erledigt. Es gibt nur ein Problem. Unser Plan, dass Vegaforce 1 uns an die Küste vorbeiführt, ist nicht mehr möglich. Der Roboter wurde von Gisau zerstört. Startet den ersten Angriff. Verwandelt die Hauptstadt der Zukunft und das zentrale Wissenschaftslabor zu Staub. Moment, einige von uns werden noch evakuiert. Aufgepasst, die Pazifisten sind auf dem Vormarsch. Oh nein, er geht hier rein. Er geht hier dazwischen. Nicht gut. Ach, Kizaru, wirklich, ist einfach nur traurig, dass Kizaru das macht. Kizaru, dieser Bastard. Ich komme, Bonnie. Pazifistas, wie ironisch. Feuert eure Laser ab, tötet Bonnie und Bear. Du hast dein Leben weggeworfen, damit deine Tochter leben kann. Und jetzt wird dir das Leben von deinen Klonen genommen. Bonnie, als ich hörte, dass du eine Piratin geworden bist, konnte ich nicht anders, als mir das Schlimmste vorzustellen. Ein Pazifista wird dich ohne zu zögern erschießen. Wenn die Marine es befiehlt, sie sehen vielleicht so aus wie dein Vater, aber sie wissen nicht, dass du die Tochter ihres Stammvaters bist und es ist ihnen auch egal. Ist das nicht der Strohhut? Ich bin so satt, ich kann mich kaum bewegen. Ergreift ihn schnell, er ist ein Kaiser. Er muss es wissen, sie kommen, sie sind auf dem Weg nach Egghead. Es ist noch jemand auf dem Weg? Handelt es sich bei diesem sich nähernden Schiff um Freund oder Feind? Die machen wirklich ernst, genau so wie es die Zeitungen geschrieben haben. Der mampft uns auch noch auf, wenn wir dem zu nahe kommen. Ist der überhaupt ein Mensch? Ah ja, hier Gear 5 rein. Wir können nicht länger auf der Insel bleiben. Reißt euch zusammen, kümmert euch nicht darum, dass das einer der Kaiser ist. Lasst ihn uns Seesteinhandschellen anlegen, ich zähle von 3 runter. Atlas, lass Bonnie davon wissen. Bonnie, verstanden, Stella. Papi, bitte schieß nicht. Hilf uns stattdessen lebend zu entkommen. Oh, was? Hast du sie gerade schreien gehört? Ich höre rein gar nichts bei diesen Explosionen. Warum ziehen sie auf uns? Die Pazifistas laufen amok. Hä, Digga, aber ich hab gedacht, es gibt so eine Hierarchie. Vegapunk hat die ja alle verarscht. Der hat die alle hops genommen. Einmal mit dem Selbstzerstörungsmodus und einmal mit der Autoritätshierarchie. Es gibt da eine Sache, die mich nachts nicht schlafen lässt. Und zwar das Bild, wie du von deinem geliebten Vater getötet wirst. Und Bear, die Vorstellung, dass deine geliebte Tochter durch deine Hände stirbt. Ich konnte eine solche Tragödie nicht verkraften, genau. Deswegen habe ich sichergestellt, dass jeder einzelne Klon, welcher Bears Gesicht trägt, dazu programmiert ist, dir zu gehorchen, Bonnie. Boah, geil. Boah, es hört nicht auf. Es geht ja immer weiter, ey. Meine Güte. Dies war die einzige egoistische Freiheit, die ich mir genommen habe. Oh nein. Oh ja, er hat es natürlich gewusst. Er hat gesehen, Vegapunk, du kleiner Wichser. Du hast mir wieder irgendwo... Du hast wieder nicht an unsere Abmachung gehalten. Nein, Digga. Dieses Geheimnis würde Konsequenzen haben. Oh mein Gott. Ja, MVP, wirklich, ja. Aber geil, geil alles inszeniert. Geil, oh mein Gott, Digga. Egghead wirklich fucking Peak, sag ich so, wie es ist. Egghead ist vielleicht sogar mein Lieblings-Arc bisher. Also das ist ja einfach nur absolut geisteskrank. Ich werde sicherstellen, dass ich euch beide mit einem Treffer erledige, damit ihr diese Welt gemeinsam verlassen könnt. Es wird nicht wehtun, Bonnie. Oh Mann, Kizaru, wirklich. Ey, jedes Mal, wenn er so eine Scheiße sagt, denke ich mir nur, wie kann man so blöd sein? Ja, aber Ruffy geht dazwischen. Ja, wichtig. Hahaha, ha, ha. Nach diesem Snack bin ich bei voller Kraft. Oh, stimmt, den antiken Roboter gab es ja auch noch, ne? Hahaha, ha, 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 ha. Ich wusste es, du hast die Punkte nicht verknüpft, nicht wahr, Bonnie? Mir ging es ähnlich, ich musste es mit eigenen Augen sehen. Stroht Ruffy, der junge Mann, der Bears Aufmerksamkeit erlangt hat, ist Sonnengott Nika. Ein kleiner Buster Call wird ihn jetzt nicht mehr stoppen. Menschen auf der ganzen Welt haben seine Ankunft seit hunderten von Jahren erwartet. Nordwestküste von Egghead. Hier ist die nordwestliche Einheit, bitte melden. Wir haben Kontakt zu einem immens großen Schiff. Haha, wir sind gekommen, um Stroh abzuholen. Haha, oder sollten wir ihn lieber Sonnengott nennen? Die sind ja nur dazu da wahrscheinlich, um die Strohhüte nach Elbahn zu bringen, ne? Ich glaube jetzt nicht, dass Shanks hier rüberkommt oder so. Die kümmern sich um diese ganzen Marineschiffe. Die gehen jetzt alle kaputt. Buster Call bringt gar nichts. Ja, dann hast du nur noch Zoro gegen Luki. Ja, Kizaru wird wahrscheinlich Messer machen. Noch, denke ich. Und Saturn. Ist halt die Frage, ob Saturn sich zurückzieht oder ob Saturn down geht. Wenn der hier entkommen kann oder so eine Scheiße, dann flippe ich aus. Seit ich ein kleiner Junge war, warte ich wieder auf Boogie und Woogie. Waren damals schon bei Little Garden nice. Ja, ja, die waren cool. Safe, safe. Die sind auch so iconic, ne? So alte One-Piece-Zeit. So
Man verbindet damit viel. Okay, ey, wir sind wieder aktuell. Bruder, holy fucking Macaroni shit. Heilige Scheiße, war das geil. Boah, ich weiß, ich bin ein bisschen sprachlos, sag ich ehrlich. Ich hätte nicht gedacht, dass du mich so abholt. Ich find's wirklich geil. Dieser Flashback hat mich auseinandergenommen, ich sag's euch. Kuma ist so ein geiler Charakter. Vegapunk ist auch so ein korrekter Typ. Kizaru fuckt mich nur ab, weil er soll auch endlich Messer machen. Und Saturn ist einfach nur ein Bastard. Man merkt aber auch, dass er aufs Ende zuarbeitet. Ja, ja, safe, würde ich auch sagen. Wenn Kizaru als Admiral einen der fünf Weisen töten würde, wäre das auf jeden Fall schockierend für die Welt. Ich glaube, Kizaru hat sich beide Male mit Absicht von Ruffy hitten lassen und kämpft nur sehr halbherzig, um den Anschein für Saturn zu erwecken, dass er halt kämpft. Ja, du merkst auf jeden Fall an seiner Art, dass er das nicht machen möchte. Dass er halt nicht 100% böse ist. Dass er halt eine Marionette ist, so mäßig. Dass er der Hund von Saturn ist, sein Schoßhündchen, so mäßig. Das ist mein Call. Ich sage, Kizaru wird Saturn hintergehen. Auch wenn es noch nicht danach aussieht, gibt es Indizien dafür, meiner Meinung nach. Ich glaube sogar, dass Saturn getötet wird. Wie gesagt, das könnte ja der Vorfall sein, ne? Saturn hat mehrere Familien vernichtet und zerstört. Der muss zur Rechenschaft gezogen werden. Der muss bestraft werden. Hier und jetzt, würden Rainer und Berthold sagen. Auf Egghead. Und wenn unter der Voraussetzung, dass wir aufs Ende zulaufen, gehe ich auch mit einigen aus dem Chat mit und sage, Saturn könnte vielleicht sogar auf Egghead sterben. Ey, sehr geil. Es hat sich sehr, sehr gelohnt, diese ganzen Kapitel alle aufzubewahren und sie alle am Stück zu lesen. Das war auf jeden Fall ein Erlebnis. Ich werde wahrscheinlich jetzt wieder ein, zwei Kapitel wöchentlich verfolgen und dann lasse ich es wieder liegen für 3 Monate und dann lese ich wieder alles am Stück. Wahrscheinlich wird es wieder so sein. Okay, krass. Ja gut, dann machen wir da erstmal einen Haken hinter und wirklich Peak. Also kann man nicht sagen, kann man nicht haten. Geisteskrank, heftig, hätte ich nicht gedacht, dass mir so gut gefällt. Richtig, richtig krass. Respekt.